und herzlich willkommen mitten im Gewitter. Mitten im Gewitter. Ja, und ich denke, wir haben Markttag, genau. Und wie viel Uhr ist es? 6 Uhr früh. Volle Kanne. Regnet's runter, was es runterregnen will. Und ich bin gespannt, ob wir hier jetzt wirklich unseren Esel bekommen. Jetzt kommt's drauf an. Esel, wo bist du? Mitten im Regen. Ja, ihr seht, so viel habe ich gar nicht... Boah, was ist denn das für ein Gewitter? So viel habe ich gar nicht dazu gewonnen, denn ich bin jetzt nicht zweimal in die Taverne jeweils rein, sondern nur einmal, damit ich es nicht zu sehr übertreibe, ne? Mit dem, wenn wir brauchen, ne, dann müssen wir es eben wieder machen. So. Hallo? Aber... aber... Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe mich richtig sehr verschaut... verguckt. Ich sag mal verguckt. Sag mal, ich habe für 40 Dukaten doch einen Esel gesehen. Und nicht für 104. Mann, du... Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Oh nein, jetzt bin ich extra... Jetzt habe ich extra hier 5 Tage lang gewartet. Oder gibt es noch... Vielleicht haben wir hier mehr Glück? Nee. Das ist der Kräuterstern. Gemüse hätten wir. Nee, nicht Gewürze. Wir bräuchten Gemüse. Da wollen wir wenigstens schauen, ob es noch irgendwo vielleicht Gemüse gibt. Gegengift, ja, bräuchten wir eigentlich auch. Um ehrlich zu sein, bräuchten wir Gegengift genauso. Ah, das ist ja traurig, oder? Ja, ein Silberstück. Hallo? Was ist denn das für ein... Was ist denn das hier für eine Markt... Was ist denn das... Was soll denn das für ein Markt sein hier? Das ist... ein Wucherverein ist das, aber kein Markt. Bitte euch. Werdet aber für 6 Heller. Könnten wir uns noch was einkaufen, um ehrlich zu sein. Ja. Wir kaufen uns mal noch 20 Pfeile. Ja, das ist echt nicht schön. Ne? Aber warum? Warum? Komm, wir machen mal 15. Haha! Hoho! Hier, bitteschön. Ach, wegen einem. Danke. So, ja, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Ist jetzt... Oder gibt es noch einen zweiten Markt hier? Nee, gibt's nicht. Ja, wir schauen trotzdem nochmal... in die einzelnen... Vielleicht gibt es ja noch Esel hier. Oh Gott. Ich bin ein Esel. Achso, um 7 ist. Wie Uhr haben wir es denn? Ist doch gleich 7. Sei nicht so. Mist. Mist. Wo ist denn eigentlich? Hier hinten ist auch noch einer, ne? Ne, wir gehen erstmal hier ran. Da kommt der Händler. Oder vielmehr die Händlerin. Wir wollten aber einen Esel. Aber nicht für 100 Dukaten. Aber hier... Wahrscheinlich hatte der gehinkt und war kurz vor dem Tod. Aber Bulwei, wir hätten damals zuschlagen sollen. Wir hatten damals überhaupt kein Geld. Ja, stimmt auch wieder. Ja, Texte. Ja, wie wollen wir uns da rausreden? Es ist so, aber da gab es keine Esel, die gab es nur auf dem Markt.
Ich würde ja wirklich gern... Nur Rezept für Speck, ne? Ich würde echt gern so ein Zelt mitnehmen. Für nur 250 Unzen. Und 4 Dukaten. Das ist alles schon super. Kälteschutz, Nässeschutz, 10. Das ist nicht schlecht. Oh, das ist sowas denn. Ein tragbarer Grill. Was gibt's Besseres als einen tragbaren Grill, ne? Mit Teller, Napf und Becher speise sich viel besser. Diverse Medici weisen auch darauf hin, dass die Verwendung von Essgeschirr im Lebensgeistern auch viel zuträglicher ist, als vom bloßen Boden zu essen. Was haben wir eigentlich? Wollen wir jedem einen Teller geben? Ah, oh, die sind sowieso schon hier überladen, alle. Aber so ein Teller wäre natürlich super, ne, für jeden. Wenn man nicht mal ein Schneidbrett. Schau denn einen Teller. Aber schau doch hin. Wie überladen die alle sind. Wir können denen keine... Das ist unmöglich. Die bräuchten eigentlich alle Körperkraft. Wir müssen die alle mit Körperkraft, aber ich... Es gibt noch so viele andere Dinge, wo zum Beispiel die Zauberer bräuchten Intuition. Hier. Die bräuchten noch viel mehr Intuition. So, passt auf. Wir schauen trotzdem nochmal in den anderen Laden da hinten rein. Vor allen Dingen ärgert mich die Zeit, die wir hier jetzt vergeudet haben. Das habe ich natürlich jetzt echt nicht gedacht. Dass hier nicht immer die Esel so günstig sind. Das ist echt schade. Oh, die haben aber sehr unterschiedliche, schöne Gewänder. Nett. Wenn wir mal richtig viel Geld haben, ne? Ja, es gibt keinen Esel. Okay, dann gibt es keinen Esel und wir schauen in anderen... Schauen wir mal nach einem... Ja, aber da muss dann dort auch Markt sein, ne? Und ihr wisst, wie oft Markt ist. Ich gebe auf alle Fälle... Und ich kann noch nicht mal 100 Dukaten für einen Esel ausgeben. Ja gut. So. Wir reisen weiter. Jetzt hier nichts. Na dann, jetzt frage ich mich nun doch, warum wir hier so lange hier in Warnheim geblieben sind. Naja, zumindest ist meine Astralenergie einmal so, wie ich sie gerne habe. Ich habe mich gut ausgeruht. Ich habe mich gut ausgeruht und ich habe die Fäden gewebt, die in der astralen Welt für mich wichtig sind. Und jetzt? Jetzt kann ich wieder einen Dämonen rufen. Mach keine Witze, Clarissa. No. Noch haben wir ihn unter Kontrolle. Oder, Brockloff? Aber ich hab dich gewarnt. Bleib bei den niederen Dämonen. Ja, ja, ja. Okay. Alte Männer. Alte Männer? Na, kannst vergessen. Clarissa, die hat auch keine Skrupel. So, jetzt könnten wir mal hier runter nach Torwall. Und da würde ich auch mal hingehen. Ich würde nochmal zu Dramo schreiben. Oder ich würde überhaupt mal nochmal Torwall so richtig mir mal anschauen, um ehrlich zu sein. Auch mal, wir haben da, ich weiß nicht, ob man rollenspieltechnisch in allen wichtigen Gebäuden waren. Ich würde nochmal reingehen, auch wenn es jetzt... Ja, wie wollen wir es machen? Wir wollen es anders machen. Wir können ja nicht... Die hören es ja nicht in der Kneipe oder so, in der Taverne. Wenn sie irgendwas dazu hören würden, ja. Aber sie hören ja nicht zu jedem was, ne? Na gut. Auf geht's. Wollen wir schauen, was auf dieser... Das wird auch eine lange Reise, ne? Mitten an der Küste oder an der Küste entlang. Euer Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Pferden. Ihr überquert gerade einen sanften Hügelrücken, als ihr unter euch ein Lager von 4 Orks und einem Oger entdeckt. Der Oger scheint euch ebenfalls entdeckt zu haben, denn er deutet in eure Richtung. Das hat man schon mal, oder? Sofort nehmen die 5 ihre Waffen auf und kommen auf euch zu. Die haben wir ihr. Eigentlich ganz gut, konnten wir mit denen... Wir stellen uns mal zum Kampf. Auf! Schärf die Äxte! Auf geht's!
Ja, ja, Gromba, lass uns ein paar Orks schlachten. Es wird Zeit wieder. Ja, es wird wieder Zeit, auf alle Fälle. Kabaskan Draxin, auf geht's in den Kampf. In den Kampf. Ja, das ist fast die gleiche Konstellation. Ne? Es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir den Kampf hier bestreiten. Ich glaube, ist da nicht sogar noch eine gekommen? Wenn wir hier den Kampf bestreiten, was haltet ihr davon? So, Dex. Dex, mein Freund. Geh mal hier hin. Bulwei. Bleib mal hier. Clarissa geht erstmal ein bisschen aus dem Weg. Aber wohin weiß ich auch noch nicht. Ich gehe mal hier hin. Herr Ariel könnte schon. Probier mal dein Glück. Erster Schuss geht immer daneben. Immer. Rockloff. Geh mal hier hin. Du könntest dann eigentlich wieder deinen Geist beschwören, um ehrlich zu sein. So, da kommt der blöde Oge. Warum hat er so... Warum kann der so weit? Oh, der kommt hier hinten rum. Und wenn du nochmal hier deinen Geist... Mane subsecrati sitis! Ja, ist gut. Danke. Tja, wir könnten Grom dann hier reinstellen und Ariel versucht hier. Irgendwie mit ihrem Kriegsbogen ist er eh ein bisschen auf Kriegsfuß, ne? Muss man natürlich dazu sagen. Ah, jetzt hat der sich hier reingestellt, der Idiot. Wie wär's eigentlich mit einem Banbaladin? Banbaladin! Nee, ein Banbaladin. Mist. Hätte so schön gepasst. Ja, dann... geh mal hier hin. Und Krom haut... Achso, ja, ich weiß. Du hast wieder... So, nimm mal dein normales Kriegsbeil. Und hau mal hier zu. Achso, halt! Ich muss dich noch... umswitchen. Oh, 10. Was haben wir denn mit dem... Ach, ich weiß, der war gefesselt ewig lange, ne? Das war natürlich echt gut. Das gebe ich zu. Das war sogar fantastisch. Um ehrlich zu sein. Das war natürlich echt fantastisch. Ja, das ist jetzt doof. Ich glaube, es ist eigentlich besser, wenn... Um ehrlich zu sein, ist es besser... Aha. Jo, warum nicht, ne? Warum nicht? Versuch du wirklich nochmal deinen Geisterruf. Mane subsecrati sitis! Blöd. Echt blöd. Oh, was ist denn los? Warum hauen die... warum? Warum?
Der ist doch sonst immer ganz gut zurechtgekommen. Pulver. Probieren wir nochmal auf ihn hier. Ein Panbaladin. Panbaladin. Au! Dann kann der mit auf den Ork hier eindreschen. So, zumindest mal auf ausgeglichen vielleicht. Aha. Zwei ist zwar recht wenig, aber besser als nix. Geh mal hier runter. Oder, warte mal, geh mal hier hin. Und, ja, geh mal trotzdem mal hier hin. Na, immerhin. Bleib unten. Au. Bleib vielleicht mal dort. Oh, was ist denn los? Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist bitter böse. So, das ist schon mal gut. So, Bulwei. Wir müssen trotzdem dir erstmal die Wunden lecken. Und ja, und hoffen, dass du... Ja. Schade. Jetzt weiß ich nicht. Was darf ich? Ich probiere trotzdem mal. Hä? Was denn jetzt? Achso. So, Ja, wir könnten jetzt natürlich hier rüber und könnten mit auf den Ork drauf, ne? Auf dem Oger drauf. Ah, den hat man so schön, ne? Also ich glaube, beinahe von hier haben wir keine Chance. Doch. Vier, okay. So, Clarissa. Könntest du eventuell... vielleicht noch eins machen? Nee, warte mal, Kampf. Und Blitz. Fulmen Tekeda! Genau. Fulmen Tekeda. Schade. Ist in Ordnung. So, du kannst draufhauen. Und? Ja, das ist mir... Aha. Das ist eigentlich ganz gut. So, du kannst ja hier draufhauen, oder? Hast du keine Waffe mehr, oder? Pulver? Ach, jetzt. Ja, dann hau drauf. Ah, zwei ist wenig. Schade. Ja, wir müssen vielleicht mal... Wir haben ja noch andere Zauber wie Rüstungsschutz oder sowas, ne? Geht trotzdem mal hier hin. Obwohl du eigentlich drüben bleiben müsstest, eventuell sogar. Und wieder geht er auf... Pulver. Das macht mich hier wahnsinnig. Und trifft vor allen Dingen gut, ne? Warum trifft der Pulver so gut? Schade. Ariel, wenn wir mal eins zurück... Vielleicht sogar mal zwei zurück, ne? Ja. Ariel... Es ist einfach bei Ariel noch nicht so, das war... Ja. Oh no. Bulwei. Mein Freund. Vielleicht sollte ich doch mal Ariel... Vielleicht sollte ich doch mal Ariel herholen. Das macht Grom eigentlich nicht schlecht hier mit dem Ogre, ne? Ich bin echt ein bisschen begeistert gerade von Grom.
Wenn du mal treffen würdest, wäre es auch... Danke, aber... Ja, sehr schön. Oh, 5. Super. So, pass auf. Jetzt probieren wir es mal. Dass wir Ariel mit herholen. So, Bullseye. Warum Bullseye hier so versagt? Das möchte ich mal wissen. Hier, Krumm ist der Beste. Ne? Von allen Zeiten. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr es euch mal so richtig vorstellt, wie der hier austeilt, ne? Wie der hier rumwirbelt. Ne? Ja. Ist eben Krumm, ne? Ihr leibt und lebt. Los, weiter geht's. Ja, ich weiß, ich mache das umständlich mit dem, aber ich kann das mit der Tastatur irgendwie nicht. Los, komm! Hau zu! Schade. Au! Ja, jetzt habe ich ihn beschrien, ne? Mist. Was hat er jetzt? Gestolpert. Jetzt habe ich ihn dummerweise beschrien. Macht denn der? Ja, von mir aus kannst du dann tanzen, aber es soll uns nicht so viel Zeit kosten hier mit deinem Getanze. So, du gehst erstmal hier hin. Ja. 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 Sehr schön. So, Clarissa haut zu. Was ist denn hier los? So, Krumm haut zu. Au, jetzt. Oh, 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 oh. Aber wieso ist jetzt... Mach doch mal jetzt den... Ah, haut ihn um. Haut diesen blöden Oger um. Und jetzt schon wieder hier. Jetzt tanzt der hier rum. Das ist eben was, was mich... Ich hoffe, dass das in Sternenschweif dann gelöst ist, ne? Das macht mich ja wahnsinnig, ja. Die Kämpfe könnten so schön schnell gehen. Ja! Ha! Und, Krumm? Ja, gut gemacht! Der hat mich ganz schön... Ich kann kaum noch... Der hat mich ganz schön erwischt! Ja. Blut rennt über meine Augen. Ich konnte kaum noch was sehen. Danke. Kein Problem. Und jetzt? Oh, ich würde sagen, auf den hier, Clarissa, drauf, da gehe ich hin. Ja, okay, dann gehe ich schon mal eins weg hier. Dann kannst du, Ariel, hin. Mach ich. Eieiei, hier ist ja was los, ne? Hier ist ja was los. Sehr schön. Krumm. Super. Oh, was ist denn hier los? Wahnsinnig mit unserem Bullseye. Jetzt hab ich ihn schon, ne? So hier mit Defensivkraft ausgestattet und... Ich gehe mal hier rüber. Um so als Gag. Vielleicht bringen sie... Da, seht ihr? Wusste, dass es bringt. Ich wusste es, dass was bringt. So, wir gehen auf ihn. Ariel. Alle Hoffnung liegt bei dir. Sehr schön. Super. Bin begeistert. Endlich. Kann sie ein bisschen besser mit ihrem Bogen umgehen. Ne? So, Rockloff. Aha. Dex, hau zu. Das hast du gut gemacht, Dex. Du musst dich ja da hinten alleine, ne, rumärgern. Hast uns den ganz schön vom Leib gehalten. Danke, Dex. Danke, Dex. Das war gute Arbeit. Wirklich gute Arbeit bisher. Obwohl, jetzt habe ich es wieder beschrien, ne? Ja! Ha! Der nächste fällt. Sehr gut. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir gehen dann auf den, der überhalb von Krumm steht. Gut, gut. Ich suche mir eine neue Schussposition. Ja, können wir machen. Ich stelle mich mal auch anders hin. Dann hat Ariel eine gute Schussposition von unten. Hört sich gut an. So muss es laufen. Teamwork hier.
totales Teamwork. Ja! Rockloff, super gemacht. Jetzt. Jetzt hauen wir die Orks in Grund und Boden. Ja. Mein Schwertarm. Er lahmt langsam. Halt durch, Bulwal. Ich weiß nicht, das ist heute nicht mein Tag. Nicht mein Tag. Nee, Bulwal, wirklich nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Keine Panik. Vielleicht will ich doch eins zurück. Noch. Schau mal, ob ich nicht vielleicht noch eins zurückgehe. Obwohl, vielleicht sollten wir doch ihr wieder... Ja, aber dann haben wir... Ihr wieder den Zauberstab geben, ne? Ich finde, das ist nicht die schlechteste Wahl, um ehrlich zu sein. So, dann, Grom. Hau drauf. Oder soll ich dich... Ich kann dich auch in den aggressiven Modus. Wollen wir es mal probieren? Ich kann dich auch in den aggressiven Modus versetzen. Au. Oh. Ah. Dex. Nee. Ich habe gesagt, ich hab geschrien dahin. Ah, aber ja, er teilt aus. Er teilt gut aus. So, ich gehe mal trotzdem mit Ariel eins zurück. Ja. Standortwechsel. Ich sag ja, Standortwechsel hilft viel. So, komm, wir probieren es mal. Aha, super. Schade. Sehr schön. Sag mal, hat der noch... Doch, der hat noch seine Waffe. Ja! Und der nächste fällt! Und Ariel, deine Pfeile, sie treffen! Sie treffen wieder! Ja, ich habe mir Rockloffs Worte zu Herzen genommen. Nicht das Rauschkraut ist es, sondern dass man meditiert, dass man mit dem Wald eins wird. Und ich höre ihn schon nicht mehr so feindlich vor sich hin singen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, dann helfen wir mal Bulwal. Der hat sich jetzt lange genug hier alleine mit dem abgegeben. Und teilt ja eigentlich auch ganz schön aus. Aber Grom, oh, ich wollte schon sagen, Grom wird das Ganze hier relativieren. Sehr schön, Rockloff. Auch wenn es nur eins ist, ich bin mit allem zufrieden. So, und da müssen wir auf alle Fälle noch Dex hier helfen, ne? Jetzt nix. Ja. Obwohl, na gut, dann müssen wir. Obwohl, ich könnte es mal probieren. Ich könnte es mal probieren. Jo, jetzt wird Bulwal plötzlich böse, ne? Boah, und Randariel haut einen Pfeil nach dem anderen jetzt rein. Grom treffen. Oh, jetzt wird's kritisch bei Dex. Das sollte sich vielleicht mal zurückziehen. Eventuell. Warte mal, wir gehen mal sogar auf ausgeglichen hier. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Wir ziehen uns schon mal ein bisschen zurück. Denn ich bin gute Dinge. Achso, ja, bei Randariel hätte ich ihr trotzdem mal... Achso, nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ihren Stab gegeben, ne? Ja. So, Rockloff. Wie viel hat er denn überhaupt noch? Boah, der hat nicht mehr viel. Wenn einmal noch... Oh! Den nächsten. Ha! Das war der nächste! Los, wir müssen Dex beistehen! Auf geht's! Bei Angrosch! Ja. Wir sind schon da. Keine Panik, obwohl... nee, passt. Ja. Passt. Wir sind schon so gut wie da. So, denken, ja, das ist doof jetzt. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt hier.
Geh mal noch eins rauf. Obwohl, ich weiß es nicht. Warte mal, ihr stellt euch jetzt hier so rum, ne? Dann brauchen wir... Und obwohl... Ja, da könnten wir... Doch, wir können sie noch mit... Nee, wir haben ja einen Zwerg... Hier, hier und hier, ne? Nee, dann brauchen wir... Dann brauchen wir wirklich Clarissa hier nicht mehr dazu. Ach so, ja, ich komme nicht vorbei. Ja, ist doof. Ist doof, da muss ich trotzdem hier so rum. Also ein bisschen doof gelaufen. Rockloff steht hier ein bisschen doof, ne? Aber was soll's. Na gut. Rockloff. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte rausgeschossen. Haben wir schon wieder so eine Bronzeflasche. Rockloff nimm mal. Zwei von denen. Ariel, kannst du noch zwei von denen hier nehmen? Oh, das wird hier das Schwierigste. Vielleicht Bullwalk kann auch noch was nehmen. Ach, an dir könnte ich das hier geben. Ja, wir rasten auf alle Fälle. Damit wir uns wieder, ne? Damit wir uns wirklich wieder hier... Ja, ich sag's mal. Wieder ein bisschen regenerieren, ne? So. Rockloff. Du hast praktisch... Ja, dann... Würde ich beinahe mal so... Na, das ist doof. Dann... Vielleicht hier hin? Nee. Dieser blöde Hut, ne? Jetzt ist es zum verrückt werden. Dieser blöde Hut. So. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Du bist gerüstet. Du bist auch gerüstet. Ach komm, wir lassen die Axt hier. Am Ende, ne? Am Ende. Bei ihm, das hat eigentlich ganz gut, glaubt ihr. Vielleicht sogar ein paar mehr Wurfmesser, um ehrlich zu sein. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. So, du bekommst deinen letzten Pfeil. Du hast dich echt super geschlagen diesmal. Und Dariel, was war echt toll. So, wir versuchen außerdem Grom, Wunden bei Bullwall. Halt Ruhe, Bullwall. Halt einfach mal Ruhe. So, und hier und noch ein Verband. Machst du gar nicht so schlecht, Grom. Jo, gelernt ist gelernt. Hört sich gut an. Dann wird Bullwall trotzdem mal schlafen. Gelegt. Oder? Wird er schlafen gelegt? Ja, der kann sich ja, während er so vor sich fast hinschläft, kann er ja dann noch so ein bisschen sich vielleicht mit Grom unterhalten. So, ich gebe das schon mal. Den anderen brauche ich zu geben. Ich spar's mal. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich spar's mal. So, und dann gehst du jagen. Boah, Wahnsinn. Ne? Jetzt wird hier gejagt ohne Ende. Nee, halt. Wer ist denn hier der Fleischmensch? Doch, doch, du bist schon der Fleischmensch. Gewusst. Eigentlich habe ich es gewusst. Ah! Mist! Mist! Wir haben immer noch kein Gemüse, ne? Ja, das war blöd. Dann müssen wir es doch wieder anders machen. Da bekommst du wieder 4. Und du bekommst den Rest. Okay. Ja, die sind echt überladen. Ja, ich habe jede Menge Proviant. Aber ich möchte sagen, ich möchte es nicht wegschmeißen, den Proviant. Ne? Ich möchte den Proviant wirklich, wir sind echt, sind gut unterwegs. Ja, dann, achso, wir müssen noch Kräutersuche. Schade.
Aber kann man nun mal nicht ändern, ne? So, gibt es irgendeinen Lagergeplänkel? Nö. Und? Wie geht's deinen Wunden? Naja, das war wirklich nicht mein Tag. Ich hab's gesehen aus dem Augenwinkel. Die haben dich an allen Stellen getroffen. Du wirktest recht unkonzentriert. Ja, das ist schon wahr. Tja, ich sag mal so. So würde ich nicht auf Svafnirs heilige Insel kommen. Auf Svafnirs heilige Insel? Ja, das wäre kein guter Tod gewesen. Es wäre der Tod eines Feiglings, eines mit müden Armen, eines, der nur zurückgewichen ist. Wenn ich im Kampf sterbe, dann will ich es mit aller Macht. Was heißt das auf Svafnirs heiliger Insel? Nun ja, der Gottwal Svafnir, er liegt im ewigen Kampf mit der Seeschlange Rangar. Und wir kommen auf seine Insel. An dem Tag, an dem Svafnir im Kampf gegen die Seeschlange unterliegt, dann werden alle Kontinente überschwemmt und von der dämonischen Brut der Seeschlange und aller gefallenen Torvaler kämpfen sie Seite an Seite mit Svafnir den letzten Kampf gegen das Ungetüm, gegen die Dämonen. Und ich würde gerne bei diesem Kampf dabei sein. Ragnarok, Götterdämmerung. Der Weltuntergang. Ja. Doch er ist aufzuhalten. Und es gibt derweil viele, viele gute Recken, die bei Svafnir sind, die ihm zur Seite stehen. Ich wäre gern einer davon. Ich wäre wirklich gern einer davon. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich wäre gern an deiner Seite, wenn's gegen diese Seeschlange geht. Ha, mit der Axt lässt sich doch bestimmt einen Kopf abschlagen. Ich würde dich gern an meiner Seite wissen, Grom. Oh, zu gerne, zu gerne. Aber dein Schutzgott, sagtest du mir, ist ein anderer. Ja, der Schutzgott wurde mir von meinen Eltern, ja, ich sag's mal, überreicht oder mitgegeben. Ich weiß nicht, warum es nicht Svafnir war, den sie anbeteten. Doch mein Schutzgott ist und bleibt Braius. Braius? Was ist mit Braius? Braius, eine der 12 Göttlichen. Und, tja, bei ihm ist es anders. Es ist so, dass er in einen himmlischen Hof einhergeht, umgeben von ewigem Sonnenlicht. Doch muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich mehr mit Svafnir auseinandergesetzt, als mit Braius. Mir geht es ähnlich. Ingerim ist mein Gott, Angrosch. Doch wir Kosch, wir sind ein Volk, wie jedes andere Bauernvolk. Und ja, meine Sippe verehrte den Schutzgott Hesinde. Hesinde? Ja, Hesinde. Ich hab von Hesindes Hain gehört. Da hast du richtig gehört. Es soll ein Labyrinth sein, aus allen Elementen des unerschöpflichen Wissens und der Kunst.
Ich hoffe auch der Schmiedekunst. Doch mag ich Ingerims Essen lieber. Ich mag mir vorstellen, bei Ingerim zu sein, dem Schmiedegott, und an seiner Esse zu stehen und zu sehen, wie ein gewaltiges Schwert geschmiedet wird. Ja, oh, ich glaube, die Tanele bereit. Die hat bereits gewirkt. Oh, ich fühle mich richtig, richtig. Oh, müde, ne? Dann schlaf. Ich übernehme deine Wache. Okay. So, reisen wir mal weiter. In einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Ein Schild über der Tür weist es eindeutig als Herberge aus. Hm, schaut mal wollt da drüben. Wollt ihr euren Tagesmarsch beenden und hier einkehren? Das ist ein Haus. Und meine elfischen Augen sagen, oh, könnte eine Herberge sein. Oh, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Da sind wir froh. Wie sieht's denn eigentlich aus so mit Hunger und so? Nee, geht. Wir nehmen uns das Beste aller Zimmer. Ha! Nun, ich muss sagen, euer Geschmack hat sich vollkommen verändert. Nicht mehr diese öden Schlafsäle. Oh, unsere Geldbeutel sind ja auch voll. Das kann sich aber schnell wieder ändern, wenn jemand krank wird oder wenn wir der Wunden zu viel haben und einen Heiler aufsuchen müssen. Ja, und dann genieße ich hier mal das Ganze und werde mal einen kleinen Zauber sprechen auf meine Kugel. Na, wollen wir schauen. Haben wir überhaupt noch? Können wir noch? Ah, fehlgeschlagen. Schaut's euch an. Sauerei. Das ist schon wieder keine Magie mehr. Gut. Achso, ich habe mal geschaut. Wir haben keine magischen Gegenstände mehr drin. Ne? Wir könnten natürlich nochmal Bulwei. Schade. Bulwei kann schlecht, ne? Bulwei kann echt schlecht hier das Ganze versorgen, muss ich sagen. Ja, dann schlafen wir eigentlich mal richtig schön lange. Wollen wir Krom mal eine Tanele geben? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste, oder? Nee. Naja, aber Krom ist unsere letzte Bastion. Der hätte sie verdient, ne? Da muss ich sagen, der hat sie echt verdient. Wir sollten wirklich mal wieder Tanelen kaufen. Ja, ich habe gedacht, unser guter Freund Rockloff... Nee, nicht essen. Unser guter Freund Rockloff, der findet mal Tanelen, aber kannst du echt vergessen. Da haben wir nur noch drei. Okay, wir haben noch ein Bären, ne? Ach so, jetzt vielleicht haben wir Glück und in diese Kräutertasche, die ist auch vielleicht ein bisschen ein Schutz gegen Verfaulen. Ich weiß ihn natürlich nicht. Kann ich euch echt nicht sagen, ob unsere Pflanzen wieder verdorren. Dann ich ärgere mich schwarz, ich weiß es. Ich ärgere mich echt schwarz, wenn die verdorren. So. Wir bräuchten dringend noch ein paar Heilkräuter. So. Nochmal meinen Verband wechseln. Und dann könnten wir weiter. Ja, können aber noch ein bisschen schlafen. Jetzt schlafen wir noch 6 Stunden. Vor dem Haus ist wieder so ein Skalder, ne? Ja, das hatten wir schon mal. Ja, dann haben wir diese Nacht schlecht geschlafen, obwohl wir eine Herberge hatten. Ne? Aber Krom ist wieder fit. Das ist doch schon mal ein Wort, ne? Weiter geht's. Weiter geht's. Dann kommen wir nach Wärmhaag.
Plötzlich springen hinter einem Gebüsch vier Räuber auf. Als ihr euch umdreht, könnt ihr feststellen, dass der Rückweg von drei weiteren Wegelagerern blockiert ist. Nicht schon wieder! Wir fliehen! Ja, wir bekommen natürlich auch, ne? In den Rücken. Was haben wir denn eigentlich für einen Tag? Rohalstag. Ja, Rohalstag ist immer so ein Tag. Der ist nichts Gutes und nichts Schlechtes, ne? Die Taverne Küstennebel. Ich glaube, wir werden dort mal... Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Der Wirt, der sich schon zum Gehen ab... Tja... Ich weiß eine ganze Menge. Gestern. Nur zum Beispiel. Waren wir da, aber lange. Ob euch das weiterhilft? Ja, ja. Na, da freust du dich, ne? Eine Frau? Okay, gerne doch. Wir lassen uns einladen. Die Alfhild Briddersdotter. Okay, was sagst du? Ein gutes Warnsortiment ist was wert. Falls ihr etwas Ausgefallenes sucht, dann schaut am besten bei Fjolnir in Torval rein. Jo, das ist nett. Danke. Ihr schaut euch ein wenig um. Ja, wir schauen uns um. Und Ariel singt ihren... die singt nicht. Die spielt auf ihrer Flöte. Fallspiel ist klar. Oh, 8 Teile nur. Aber was soll's. So, jetzt mal ein Silberstück. Super. 2 Silberstücke sind schon besser. Wie sieht's mit Taschendiebstahl hier aus? Sehr schön. Sind Reiche. Wir sind echt Reiche. Sehr, sehr schön. So, sollten wir uns aber trotzdem jetzt eine Herberge suchen und 8 Stunden dann trotzdem schlafen. Hier gibt es keine Herberge. Warum? Den Ort haben wir noch gar nicht... Haben wir den Ort nicht erkundet? Oder ist der Ort so klein? Nö. Da ist sogar eine Schmiede. Das allerhand. Waren wir noch in dem Ort? Wir sind von woanders gekommen, ne? Wir kennen den Ort gar nicht. Ach so. Hier ist ein Hafen. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir erkunden dann am anderen Tag mal den Ort hier. Bin ich der Meinung. So, wir nehmen ein Einzelzimmer. Wir nehmen ein Einzelzimmer. Jo, und schlafen den Schlaf der Gerechten. Und wir müssen leider für heute schon wieder Schluss machen. Ciao.